Ja, für den Event-Shop gibt es leider keine neue Sache oder so. Deswegen holt euch das, was hier noch drin ist. Ziemlich gute Sachen. Schneeballwerfer braucht man immer. Kann man auf jeden Fall gut mit umgehen. Knecht Ruprecht. Peinbringer sowieso. Geile Waffe. Eiskönigin. Erhöht den Schaden gegen eingefrorene Feinde. 14%, Salzmesserstoß lässt Feinde 2,75 Sekunden lang einfrieren. Ist auf jeden Fall gut. Wie war der hier? Ne, die Einfrierung ist nicht gut. Okay, Wasserleiden. Ist jetzt nicht unbedingt Lux Cassandra, braucht man mit dem Sturmkönig. Sollte man mitnehmen. Was mit dem hier? Gebäudekondition wird erhöht. Ja, kann man eigentlich mal mitnehmen. Legendären Überlebenden kann man immer mitnehmen. Brauchen, für seinen Blitzlevel zu erhöhen. Waffenlagerslots. Ich glaube, das ist klar, dass man das mitnehmen sollte. Mehr zu tragen für Skizzen. Hier gibt es zweimal den gleichen Baseballschläger. Nein, der ist nix. 45er Kakao. Nope. Ist nicht so der Hit. Äffchen, ja, Bananenschalen werden geworfen. Standard Kunai-Gewitter schleudert 6 Bananenschalen, die 8 Sekunden lang stehen bleiben. Sie werfen Feinde zu Boden und betäuben sie 2,3 Sekunden lang oder verursachen nochmal 12 Kronenschaden als Kommandant. Ist jetzt nicht besonders. Flock Shadow. Während Schattenhalter verursachst du 6 pro Sekunde 6 Grundschaden. Oder als Kommandant 20. Ja, also Schattenhaltung wird irgendwie immer mal zwischendurch ausgeführt. Wenn man besonderes. Ich glaube, wenn man einen kritischen Treffer erlangt, ich glaube, dann wird Schattenhaltung aktiviert. Ich glaube, da war hier noch irgendwas. Ja, Drachen. Mit Drachenschlag kann man auch Schattenhaltung aktivieren oder mit Rauchbombe. Ich weiß nicht ganz genau, wie viele Sekunden. Ich glaube, nur 3 Sekunden hält das. Masse 6 oder 20 Grundschaden aus. Naja, ist so. Ja, also letzte Chance, sich die Dinger zu holen, weil am Dienstag ist der 25. 25. Und dann verschwinden die Sachen wieder. Dann kommen die erst wieder Ende des Jahres rein. Und ja, Dienstag ist ungewöhnlich. Eigentlich kommt im Unterfangen Season sonntags. Aber das hat man wahrscheinlich jetzt geändert. Jetzt kommt das Dienstag. Ja. Neues RDW-Paket, also Starter-Paket. Wird es dann wahrscheinlich, wenn überhaupt am Dienstag kommen. Wenn nicht, dann dauert das wahrscheinlich wieder eine Woche. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit öfters.